nach Herrentag. Herrentag noch komplett durchgeregnet. 25 Kilometer mit den Jungs gefahren. Zwei Tage später habe ich eine Herausforderung angenommen. Der zweite Lauf von Gravit. Gravit.com. Da gerne mal auf die Internetseite gehen, sich anschauen, worum es geht. Das sind dann 190 Kilometer. Geht Berlin-Ahrensfelde los. Ich muss jetzt erstmal aus Eggersdorf zu Hause Richtung Ahrensfelde. Eingeplant habe ich, oder haben wir so circa 14 Stunden, denke ich mal, wird das dauern. Jetzt ist es 6.30 Uhr. Werden auch gerade mit dem traumhaften Wetter belohnt. Bleibt dran, schaut euch das an und schätzt jetzt schon ab, ob ich die Strecke schaffe oder nicht. Ich muss unbedingt anhalten. Kickt euch das an. Gut zu fahrende Strecke, alles gut befestigt. Schönste Jahreszeit. Und die Strecke bis jetzt, 40 Kilometer hinter mir, wirklich mega geil. Fahrt unbedingt die Strecke nach. Es ist ein Erlebnis. Wahnsinn, unbeschreiblich, Freunde.
jetzt sind wir am Schiffshebewerk angekommen, da ist er. Also nach knapp 75 Kilometern. Lecker Fischbrötchen kann man hier essen. Also wer nach 75 Kilometern ein kleines Päuschen anlegen möchte, auf jeden Fall Schiffshebewerk. Es lohnt sich. Und sonst nicht vergessen, Glocke aktivieren, Daumen hoch. Freunde, viel Spaß beim Schauen. Oh, ich muss mal eine Zwangspause einräumen. Denn, seht ihr das hier? Mein Klick hat sich gelöst. Da ist er. Schön ausrichten wieder. Jetzt muss ich das nur ungefähr machen. Freunde, ich packe jetzt erstmal schnell ein. Und dann geht's weiter. Wow. Auch nicht schlecht hier. Der nächste Hotspot, Leute, Kloster Kurin. Wer kennt das von euch? Ey, sieht das Ding nicht mega aus? Beeindruckend. Leichteste Gang ist drinne. Oh, kleiner Anstieg hier. Frank habe ich 50 Minuten später immer noch nicht eingeholt. Was das ausmacht, ey. Oh Mann, ist das ein Anstieg. Kämpfen, kämpfen. Nicht absteigen. Verdammte Scheiße. Schon klasse. Ich mach was. Kleinen Defekt. Findet den Fehler. Wie kann sowas passieren? Das ist einer von euch. 121 Kilometer. Gepäck wieder beseitigt. Deswegen immer einen Monitor mitnehmen. Hey, wir haben gerade das Glück, Kilometer 135. Wir haben gerade Joachimsthal hinter uns gelassen. Haben dort bei Edeka, bei Nagelspedel, Cappuccino geholt, einen Käsekuchen. Haben es verzehrt, ein bisschen uns ausgeruht. Und jetzt geht's fröhlich weiter. Weiter geht's!
Hand haben. Das Ding ist jeden Cent wert. Was für ein Erlebnis. Den Platten, die Reifen durchgeguckt, eigentlich überhaupt nicht zu sehen. Ich fahre ja tubeless, daher müsste eigentlich irgendwo die Milch austreten. Wieder aufpumpen und hoffen, dass das damit erledigt ist. Bei dem Wetter macht es Spaß zu pumpen. Jetzt kann es weitergehen. Geht alles nicht mehr so einfach. Aber da beißen wir uns durch. Egal was passiert, auch wenn ich
nach Hause joggen muss. Aber ich lasse mich nicht vom Auto abholen oder fahre nicht mit der Bahn nach Hause. Nix ist. Wirklich zu empfehlen, ihr müsst das unbedingt nachfahren. Und wir sind tatsächlich auch schon am Zielkilometer. Frank ist auch schon da. Wie, abgeschlossen? Wir sind am Ziel. Super. Guckt mal Leute, Frank, zeig mal deine Hand. Eine Blase. Eine Blase und da? Noch eine. Hey, Respekt für die Leistung. Nur die Harten kommen in den Garten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist Zeit. Ja, entschuldigt. Jetzt 225 Kilometer hinter mir, hab mega Hunger. Und welche Riegel kann ich nicht mehr sehen. Auf jeden Fall möchte ich mich bei Frank bedanken, dass er mir überhaupt mitgenommen hat und diese 9,5 Stunden Fahrzeit geschenkt hat beim besten Wetter. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ach übrigens, denkt dran, das Video zu teilen, Glocke aktivieren. Supportet uns. Ich würde mich da mega, mega freuen.